YouTube, was geht? Das Wetterlicht. So. Vorne ist ein O. Mach's denn da? Da vorne liegen auch noch welche. Wer weiß. So Leute, ich wollte gerade auf Twitch streamen mit der App. Es geht nicht. Die scheiß App geht nicht mehr. Im Schluss ging es auch. Wer mit dabei war im Stream, wo ich im Hotel war, im Schlosshotel, ist die Cam, ist voll verwirrend hier. Hat alles funktioniert. Jetzt auf einmal nicht. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Und wieso, weshalb, warum. Finde ich ein bisschen schade. Aber das eigentliche Thema. Mensch, wer stellt denn hier die ganze Scheiße hin? Das eigentliche Thema, wo ich drüber sprechen wollte, war. Und zwar, wer jetzt die Sportwetten. Jetzt die Sportwetten verfolgt hat. Der hat auf jeden Fall eine Arschkarte gehabt. Die Tipps sind überhaupt nicht aufgegangen. Ich meine, heute ist das Spiel noch, es kommt noch. Es ist noch nicht durch. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sorry. Du warst jetzt hier, oder? Ups, Salah. So. Nee. Heute ist noch ein Spiel von dieser Sportwette. Nur leider sind die anderen nicht aufgegangen. Absolut gar nicht aufgegangen. Die eine Mannschaft hat sogar 13-0 verloren, wo ich gesagt habe, auf Sieg. Die Tipps, die ich allerdings alternativ erklärt habe, die sind aufgegangen. Also wo ich gesagt habe, tippt alternativ das und tippt alternativ das, die beiden gingen auf. Die ich getippt habe, gingen natürlich nicht auf. Die anderen habe ich natürlich nicht getippt. Also wenn ich sage alternativ, tippt immer das Alternativ. Nein. Falls ihr da mitgemacht habt, ja, sorry Jungs. Einige Hoffnung haben wir noch, die ist heute 19 Uhr, ist jetzt 16:40. Mal schauen. Mal schauen, ob da was rauskommt. Da habe ich nochmal einen 10er drin. Wer weiß, wir werden sehen. Wenn nicht, dann ist es eben passiert, ja mein Gott. Ist nun mal so, muss man mit rechnen, ja. Kann nun mal nicht immer alles klappen. Ich werde es aber unter dieses Video nochmal posten, wenn der Tipp aufgegangen ist. Heute Nomekayu gegen, was hatte ich gesagt? Ficosa? Aus Ficosa? Ich weiß gar nicht mehr. Schon wieder voll verwirrt. Ich habe schon wieder ganz andere Sachen im Kopf. In Sachen Streaming und so weiter. Jetzt muss ich mir erstmal Kopf machen, wie das funktioniert, dass die Streaming-App wieder geht. Keine Ahnung, muss ich mal googeln oder so oder Software aktualisieren. Also die App ist aktualisiert, aber mein Handy, die Software vom Handy ist nicht aktualisiert. Mal schauen, vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht. Heute Abend im Livestream, Next Day, mit Borsti, Lotti und so, mal schauen. Wir sind doch bestimmt alle am Start heute, oder? Borsti, Lotti, seid ihr da? Hey, wenn ich Stream anmache, auf jeden Fall. Ansonsten wird demnächst noch ein Video kommen, wo ich euch noch eine App vorstelle. Auf jeden Fall. Schaut doch mal rein, da könnt ihr ein bisschen Geld so nebenbei machen, so, wenn ihr dann eine Weile habt. Wenn ihr wollt, müsst ihr natürlich nicht. Das ist keine Verpflichtung. Gibt's noch was zu sagen? Ich hab Durst, Alter. Gibt's noch was zu sagen? Nicht direkt. Arbeit. Urlaub vorbei. Immer wieder.
Ich sollte ein bisschen mehr erzählen, wenn ich ein Video mache, oder? Aber naja, so ist es nun mal, wenn man jetzt mal ohne Schnitt und ohne alles mal ein Video aufnimmt. Kann man auch mal machen, oder? Ich muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren gerade. Aber ich habe gesagt, ich schmettere jetzt euch ein Video raus, bevor ich gar nichts mache. Also nochmal zusammengefasst. Sportwetten. Ach, Herrgott, war nicht scheiße. Sportwetten-Tipp heute war nochmal, könnte nochmal klappen. Wie gesagt, wird unter dieses Video gepostet. Stream heute Next Day Survival Game ist das. Kostet 8,99 auf Steam. Schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Ganz geile Bewertung. Ich hab's noch nie gespielt. Ich muss es auch noch runterladen. Ist auch 2,5 GB oder so. Das ist Pillepalle. Aber es sieht verdammt gut aus für den Preis. Early Access. Und die App werde ich euch dann die Woche vorstellen. Schaut da mal rein. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Livestream. Circa 22 Uhr. Kommt drauf an, wie lange die Arbeit geht. Und haut rein, macht's gut. Euer Shane von The Survival Guys TV. Licht dunkel aus.